Herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute wieder ein Orakel und zwar die Ukraine gegen Österreich. Ja, also ich würde denken, dass das Spiel irgendwie unentschieden ausgeht, also 2-2, 1-1. Mal schauen. In der Zeit, wo ich die Sticker hier weglege, könnt ihr ja schon mal in die Kommentare schreiben, was euer Tipp ist. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt hier in die erste Halbzeit und los geht's. So. Erstes Stickertütchen. So. Wir haben hier England mit Rashford und mit Kane. Haben wir hier die Niederlande mit Blind. Dann haben wir hier die Türkei. Dann haben wir hier die Schweiz mit Severovic. Und dann haben wir die Türkei mit Günok. Jo. Also noch kein Tor. Kein Tor an dieser Partie. So, dann haben wir das zweite Päckchen und dann kommen wir schon zum Ende der ersten Halbzeit. So, wir haben hier Italien mit Donnarumma und Acerbi. Dann haben wir hier Türkei mit Irfan Can Kaveci. Dann haben wir hier Kroatien mit Badelj. Oder wieder ausgesprochen wird. Oh, hier haben wir Kimmich von Deutschland. Oder haben wir Koch von Deutschland. Oha. Direkt zwei Deutsche hier in diesem Pack. Ja, und das war's mit der ersten Halbzeit. Ja, nichts passiert hier. Schade, schade. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr tippt. Und dann würde ich sagen, wir starten auch gleich in die zweite Halbzeit. Und los geht's. So. Zack. Da haben wir einen Türken und zwar Tekdemir oder wie der ausgesprochen wird. Dann haben wir hier Polen als Jubelsticker. Dann haben wir hier die Schotten mit Marshall und Gallagher. Haben wir hier nochmal Schottland mit Marshall alleine. Dann haben wir die Tschechen mit Petr Cevicic. Keine Ahnung. Okay. Letztes Stickertütchen und das Ende dieses Orakels. So. Raus mit euch. So. Ich hoffe nicht, dass hier 0-0 ausgeht. Wir haben hier Schweden mit Markus Berg. Dann haben wir hier die Türkei mit Demiral und Kabak. Dann haben wir hier Dänemark Logo, also Shining Sticker. Dann haben wir hier Schottland mit O'Donnell und Wales Davis, Ben Davis. Ja. Leider 0-0 hier. Aus, das Spiel ist aus, 0-0. Ja, unentschieden ist es zwar, aber ohne Tore. Schade. Ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel und auf Wiedersehen.